Hier seht ihr nun eine festliche Adventsdeko oder Weihnachtsdeko für die Ecke eures Tisches, einer Kommode, eines Beistelltisches, im Lichterglanz. Nicht nur für den Advent, sondern auch für die weitere Zeit im Januar, Februar, wenn der Schnee liegen sollte, bietet sich dieses an. Das kleine Windlicht kann man dann selber basteln, wenn man Spaß daran hat. Das ist einfach ein Trinkglas mit einem Band aus Jute darum, einer Kurbel aus Sisal, einem Ästchen, Holzperle und irgendeiner Deko aus Holz, die man dann daran hängen kann. Natürlich ist es auch ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Mit einer tollen Kerze oder man füllt es mit Gummibärchen, etwas Alkoholischem, zwei, drei kleine Fläschchen kann man hineintun oder einen kleinen roten oder weißen Weihnachtsstern als Pflanze. Das sieht dann ganz edel und besonders aus.